Ältere werden die Gorch Fock noch von der Rückseite des 10-Mark-Scheines kennen. Jüngere erinnern sich wahrscheinlich an die oftmaligen und jahrelangen Werftaufenthalte des deutschen Segelschulschiffes. Kosten- und Korruptionsvorwürfe beschäftigen bis heute die Gerichte. Seit gut 2 Jahren segelt der weiße Dreimast dann und wieder. Und wie eh und je bildet die Marine Offiziersanwärter auf der Gorch Fock aus. Wir konnten einen Tag lang mitsegeln. Ebenfalls dabei waren Abgeordnete des Landtages von Schleswig-Holstein, der die Patenschaft für das Schiff übernommen hat. Dabei begegneten sich zwei, die die Gorch Fock aus einer ganz besonderen Perspektive kennen. Andrea Ohms berichtet. Vorneweg der goldene Albatros. An Deck die Masten. Hier ist der Arbeitsplatz der Topsgasten. So heißen diejenigen, die Segel setzen, bei Wind und Wetter in 45 Metern Höhe. Einer der aufregendsten Jobs auf der Gorch Fock. Noah Strassner macht das seit 2 Jahren. Er ist Mitglied der Stammbesatzung und wird den Segelschülern später zeigen, wie man sich sicher da oben bewegt. Dirk Hockrover beobachtet ihn genau. Er hatte seine letzte Kletterpartie als Topsgast vor 43 Jahren. Inzwischen ist er Biobauer und Landtagsabgeordneter der Grünen. Aber er erinnert sich, als wenn es gestern gewesen wäre. Wenn man da ganz oben ist, wie das, was für ein Empfinden, was für ein Ausblick das auch ist, in 50 Meter Höhe zu stehen auf einem, ne, auf einem Tampen, der wirklich nicht dicker ist als so, macht halt schon ein anderes Gefühl mit der Umwelt, mit der Welt selber. Das ist schon echt krass. Ne? Ja, das ist schon krass, aber cool, ne? Ja, ich liebe es. Ich muss jetzt sagen, wenn ich manchmal da oben stehe, das ist mir auch schon passiert, dass ich mal abgerutscht bin und mal nur da gehangen habe, aber da war ich in der Arbeitssicherung. Es geht. Also so richtig Angst hatte ich nicht mehr so. Natürlich bei Wind und Wetter habe ich dann auch Respekt vor der Höhe und bewege mich dementsprechend langsamer fort, weil ich halt auch nicht da runterblumsen möchte. Ne? An diesem Tag weht nur eine leichte Brise auf der Fahrt von Kiel nach Flensburg. Doch die Arbeit an Bord ist auch so Schwerstarbeit und kann gefährlich sein. Noch 2010 war eine Kadettin tödlich verunglückt, weil sie vom Großmast stürzte. Die Sicherungsvorkehrungen sind inzwischen viel besser. Die beiden Topsgasten vergleichen. Wir haben ein Abbergungssystem. Also wir haben extra hier Material an Bord, wo wir Leute dann abbergen können. Also der Topsgurt ist so konzipiert, dass du dann in dieser Hülse jemand eingepickt, weil es nur Alu ist, aber dieses Edelstahl, da wird dann ein Mantau eingeschert, vorne und hinten. Bei hinten haben wir auch noch eins. Und dann wirst du von hinten und nach vorne langsam runtergelassen. Das ist die alte Sicherungsmimik, die Topsgasten hatten. Nur ein Seil um den Bauch in schwindelnder Höhe. Genau. Wenn ich damals abgestürzt wäre, hätte ich mir wahrscheinlich das Kreuz gebrochen. Der Altersunterschied, den sieht man im Gesicht und ne, die Technik sieht man an uns. Ja, genau. Ja. Bis zu 18 Kilo wiegt der Sicherheitsgurt, wenn noch Handwerkszeug dabei ist. So entert Noah auf. 23 Segel hat die Gorch Fock. Jeder Handgriff wird vorher geübt und muss sitzen. Hoch über dem Deck mit höchster Konzentration und Teamwork. Man fühlt sich frei. Was du den Kameraden gibst, geben die Kameraden dir zurück. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Man ist oben der Takelage, man ist fertig mit dem Arbeiten, schaut dann links rum und sieht dann einfach mal den Ausblick, einfach mal das zu genießen. Seefahrt lernen wie früher auf einem Traditionssegler und später dann auf einem hochmodernen Marineschiff fahren. Für Kapitän von Kielmannseck ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil. Sie erleben auf keinem anderen Schiff wie auf einem Segelschiff so gut und so unmittelbar die Kräfte, die in der Natur stecken, in See und Wind. Und das sind Kräfte, die auf jedes Schiff wirken und die jeder Verantwortliche auf See einschätzen können muss. Und um das Verständnis dafür zu wecken. Und da geht es weniger um präzises Wissen, präzise Erkenntnisse. Die werden an anderer Stelle in der Marine beigebracht. Um das richtig einordnen zu können, muss man einmal die Erfahrung gemacht haben. Das prägt sich ein und das prägt einen. Der stolze Dreimaster ist ein sturmerprobter Segler. Aber seine härteste Zeit waren die 6 Jahre auf der Werft. Marode, abgewrackt bis zur Unkenntlichkeit,
Die Sanierungskosten explodierten und betrugen am Ende 135 Millionen Euro. Die Zukunft des Schiffs stand in den Sternen. Nun fährt es doch wieder. Und jeder, der Marineoffizier werden will, muss ein paar Wochen auf der Gorch Fock gefahren sein. Ankunft in Flensburg an der Marineschule. Der ehemalige Topsgast Tirk Kork-Rover geht bald von Bord. Es geht sehr ans Herz. Das ist schon ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben. Und ich denke aber auch für das, was wir innerhalb der Bundeswehr dafür liefern. Also für mich ist mir ganz wichtig, dieser Punkt, die Offiziere auszubilden, die aber auch mitkriegen, was müssen denn Mannschaften leisten, was müssen Mannschaftsdienstgrade machen, damit sie diese Verbindung in ihre Führungskraft nachher eben auch lernen. Und das nachher auch den jungen Kadetten und Matrosen, die auch immer, beibringen können und die auch verstehen. Das hat mich auch sehr gefreut, dass ich mal die Erfahrung oder generell zu hören konnte, was damals geschehen ist, was wir jetzt heute machen. Ich bin froh, hier stehen zu können, aber ich glaube auch, wenn ich auch irgendwann mal das Schiff hier verlasse, werde ich, glaube ich, genau das Gleiche fühlen, was er jetzt gerade fühlt. So, Mann, ey, was würde ich für eine Fahrt nochmal geben? Aber erstmal bleibt Noah noch einige Jahre und hilft bei der Ausbildung der Offiziersanwärter. Der nächste Jahrgang kommt bald an Bord und hat die erste große Fahrt noch vor sich.